Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Heute sind wir am Quanchken Lake in Louisiana und es geht hier hauptsächlich jetzt um den Alligatorhecht, wie ihr sehen werdet hier. Und ja, habe gerade einen mit 38,6 Kilo gefangen, 1,86 Meter, fast 1,87 Meter groß. Das ist schon ein ganz anständiges Teil. Geht natürlich noch wesentlich größer. Auch für den Einstieg ist das also schon gar nicht schlecht. Und das Ganze machen wir dann wieder mit der gewohnten Grundausrüstung, die ihr schon kennt von mir, wenn ihr meine Videos geschaut habt. Und zwar ist es die Catboxer 260. Mit der Ambusher 8500 Rolle. Als Schnur nehme ich die Braid 24, also 0,24. Die geht bis 20,85 Kilo. Die Rute geht bis 21,5 Kilo, also ist etwas weniger als die Rute kann. Und die geht bis 21, also die Schnur ist immer noch das schwächste Glied. Und in dem Fall ja sogar das Vorfach, das schwächste Glied mit 19,5 Kilo. Und dann als Köder nehme ich den großen Schnittköder und Senkblei 175 Gramm. Ja, und das Ganze habe ich mal drei. Eine ist noch im Wasser. Das sind alle identisch von der Ausrüstung. Und das Ganze dann hier an diesem Spot. Das ist der Spot hier. Und dann hier nach rechts. Also wenn ihr da spawnt, ist es natürlich nach links gehen. Bis hier zu dieser Ausbuchtung. Und dann werfe ich zwei Ruten hier in dem Bereich und eine Rute hier in dem Bereich. Na, das ist hier. Das sind die beiden in dem Bereich und die eine in dem Bereich. So, jetzt muss ich nochmal schauen, welche Route das jetzt war. Das war die 5, gut. Die 5 kommt hier hin. Die 6 kommt dahin. Circa 20 Meter. 23, gut, 22 ist okay. Ja, und die andere ist noch da hinten auf 30 Meter. Und ja, 225 Kilo habe ich schon im Kescher und das ist mal gerade 6:13 Uhr, also eine Stunde 10 Minuten ungefähr gebraucht. Ja, ne, weniger sogar noch. Eine Stunde ungefähr. Dann habe ich ja noch mit euch geredet, euch das gezeigt da. Den Fisch fotografiert. Ja, so eine Stunde. Eine Stunde 225 Kilo Fisch. Eine Ingame-Stunde, also Realzeit, eine Viertelstunde. Das heißt, der Kescher ist gleich voll. Und ich fange hier einen Alligatorhecht nach den anderen. Aber ein bisschen weit. Kommen wir wieder auf 22 ran. So habe ich alle drei Schnüre im Blick. Ja, 239 Kilo jetzt. Das heißt noch 60, 60,5 Kilo. Kleinen Tick drüber. Also 61 Kilo. Das ist
Kescher voll. Es könnten zwei Fische sein, es könnten vier Fische sein, es könnten aber auch fünf oder sechs sein, je nachdem, wie groß sie jetzt ausfallen. Wenn jetzt noch welche beißen. Vielleicht beißen ja auch nur in der ersten Stunde richtig welche. In der zweiten dann schon nur noch ganz wenig. Das kannst du natürlich haben hier. Genau weiß ich es noch nicht. Ich habe lange nicht geangelt hier und auf Grund hier noch gar nicht geangelt. Ich habe ja sonst immer nur auf Pose. Und dann auch nur an dem rechten Spot, den auf 30 Meter. Die beiden Spots kannte ich da noch nicht. Habe ich jetzt erst mit der Grundroute mir rausgefummelt, den ich mal überall mal hingeworfen habe, weil ich werfe ungern drei Grundrouten zum selben Spot. Ja, und die beiden habe ich dann da ermittelt, habe ich jeweils auch richtig großen gefangen. Dann mal im Kescher gucken, was da jetzt drin ist. 16 Fische, ja, noch ein Karlhecht und drei Welse als Beifang gehabt. Nehme ich aber auch erstmal mit. Kann ich am Ende immer noch rausschmeißen. So, hier gibt es für 38, fast 39 Kilo 1600. Sagen wir mal 40. 1600 durch 40 sind 400. Kann ich nicht angehen. 1600 durch 10 sind 160 durch 4, ja, sind 40. 40, also sagen wir mal 50. 50 Credits pro Kilo Alligatorhecht, das ist sehr wenig. Was gibt es denn für die Welse? 360 durch 6 und 60. 50, auch nur so 50, 60. Der Karlhecht. 2 durch 84, das sind 42. Also 40. Für den gibt es sogar noch 40. Das Kilo. Die schmeiße ich mal gleich wieder raus. Die tun sich nichts. Da kann man es lassen. Also Geld verdient tut man hier wirklich nicht. Das ist nur ja, Fun. Also Alligatorhechte fangen. Und XP geben sie ganz ordentlich, obwohl, naja, geht eigentlich auch. Was hat mir an XP gegeben überhaupt? Ist ja auch alles nicht so berauschend, ne? Tja, mal gerade 515 XP, bin fast 40 Kilo Fisch. Da kriege ich beim Karpfen über 1000, weit über 1000, 1200 bis 1400 XP. Also geldmäßig nicht gut hier und XP-mäßig auch nicht gut. Beides nicht so doll. Ist eigentlich auch nur für Leute interessant, die hoch im Level sind und schon viel Geld und Bitcoins auf dem Konto haben, wo es nicht mehr so wichtig ist, so viel Geld wie möglich zu machen für die nächst bessere Ausrüstung und so. Und für die Lizenzen und es kostet ja alles Geld, wenn man die unlimitierten nicht hat. Wie gesagt, ich habe hier Gott sei Dank auch hier die unlimitierte. Da habe ich keine Kosten. Aber ansonsten muss man hier locker 2 Tage alleine schon angeln, um, also mit einem 300 Kilo Kescher, 2 Tage angeln, um die Kosten wieder reinzukriegen für Lizenz- und Reisekosten und Köderkosten. Und erst am dritten Tag macht man dann ein bisschen Gewinn.
Ja, dadurch, dass ich die Lizenzkosten nicht habe, habe ich schon nach einem Tag die Kosten fast drin. Zweiten Tag mache ich schon gut Gewinn. Ich bin ja jetzt schon am zweiten Tag hier. Und jetzt will ich hier nichts mehr beißen. Dann komme ich das Video an. Aha. Muss man nur einmal meckern. Ja komm, dann beiß auch. Nicht nur kurz rumzoppeln und wieder abhauen. Sorry, wenn es jetzt so ein bisschen Geräusche gibt, aber ich muss mal das Headset ein bisschen anders positionieren. So. Weil ich habe das Headset nicht auf die Ohren mit den Kopfhörern, sondern um den Hals und das Mikro dann da eingebogen, dass es so rechts neben dem Mund ist. Und ja, dieser Schwanhals irgendwie ist ein bisschen doof. Der biegt sich mit der Zeit von alleine immer wieder ein bisschen zurück. Und die Position des Headsets am Hals war auch nicht bequem gerade. Muss ich erstmal zurechtrücken. Aber das sind ja Luxusprobleme, ne? Die interessieren euch ja gar nicht. So, beiß mal hier. Was sagt denn die Beißzeit? Joa, müsste eigentlich noch was beißen. Müsste jetzt langsam wieder losgehen. Aufsteigen war ganz gut, oben an der Spitze ging so, obwohl da habe ich den 38 Kilo dann gefangen. So ziemlich oben auf der Spitze der Beißzeit. Aber jetzt lässt es ein bisschen nach. Ja, wahrscheinlich weil der Kescher schon so voll ist und die Mechanik nicht zulässt, dass man hier in 2 Stunden schon Kescher voll hat und abreisen kann oder zum nächsten Tag wechselt. Im Whipping Willow brauche ich zum Beispiel immer 4 bis 5 Ingame-Stunden, manchmal sogar 5,5 Ingame-Stunden, bis der Kescher voll ist. In Alaska brauche ich auch so 5, 6 Ingame-Stunden, bis der Kescher voll ist mit Königslachsen. In Michigan auf Hecht, wenn man dann wirklich nur auf Hecht geht die ganze Zeit, braucht man noch mehr, 6 bis 8 Stunden, um 300 Kilo voll zu kriegen. Deswegen wechseln viele dann nach ein paar Stunden auf die Welse und machen den Rest dann mit Welsen voll, damit es schneller geht. Aber gibt natürlich auch weniger Geld und ich glaube auch weniger XP. Kescher voll mit Hecht gibt natürlich richtig Geld. Aber hier ist jetzt tote Hose. Das ist so typisch. Habe ich kein Video am Laufen, also keine Aufnahme am Laufen. Dann beißen sie wie verrückt. Kaum mache ich die Aufnahme an. Oh, einer hat nochmal gebissen. Und jetzt ist tote Hose hier. Dabei haben sie, wie gesagt, eben einer nach dem anderen. Ich kam mir gar nicht zur Ruhe. Irgendwie. Ich kam gar nicht dazu, die Aufnahme zu drücken. Weil ständig eine Rute hier am Rumpiepen war wie wild. Kaum hatte ich den eingeholt, besser gesagt. Ich hatte ihn noch nicht mal ganz eingeholt, hat dann schon die nächste Rute schon wieder gepiept wie wild. Merkwürdig. Von einer auf eine andere Minute ist total tot hier und nichts beißt mehr irgendwie.
die 7 mal neu auswerfen. Vielleicht lag die nicht gut. Und die sind jetzt nur an dem Spot im Moment. Kann natürlich immer mal sein. Knapp dran ist auch vorbei. Wollte ihn eigentlich auf 30 Meter haben, aber 29 ist auch okay. Man muss mal die Fische animieren, indem man die Köder nochmal neu ausschmeißt, damit da einer spawnt. Ich werfe die alle drei nochmal neu aus, also die zwei jetzt noch. Neu auswerfen bringt's. Dann tut sich was an der 5, an der 6. Und ist auch ein Alligator. Hecht. Wenn es ein echter Alligator wäre, würde ich den wahrscheinlich nicht so einfach so reinholen. Der würde mehr Rambazamba machen. Schon geil, wie man die ja im Wasser, unter Wasser schon sieht. So klar das Wasser hier. Jo, 40 Kilo. Wird noch besser jetzt hier. Klar, behalten wir den. Und die 7. Na komm schon. Und dann ist der Kescher auch voll. Obwohl, naja. Gucken, wenn er nochmal in die Bremse geht, ist der Kescher voll. Wenn das nicht mehr in die Bremse schafft, ist der Kescher nicht voll. Kommen wir nur so knapp über 90 Kilo. Weiter. 92. So. Mit Öl. Das neue Auswerfen hat es ja richtig gut gebracht. Oh, genau die 30 getroffen. Das ist nett. Werfe ich die 5 auch nochmal neu aus. So, ein Fisch noch, dann ist der Kescher wieder voll und das Video zu Ende. Hey, wieso klickt er hier auf die 7? Habe ich so einen nervösen Zeigefinger? Die ist auch sensibel, die Taste. Wenn, dann hat der Zeigefinger höchstens kurz mal gezuckt, aber nicht wirklich gedrückt. Ist wieder Ruhe oder was? Na komm, den letzten Fisch noch. Ja, so ist gut. Weiter so. Komm, schnapp ihn dir und zieh los. Ja, genau so. Bestens.
13, 14 Kilo wird er auch haben. 13,333. Super. Bestens. So, was haben wir jetzt mit 305 Kilo verdient? 12.900, also 13.000. Das ist nicht die Welt, ne? Wie viele Trophys haben wir? 1, 2, 3, 4. Immerhin. Und einen mit 40 Kilo wieder mal. Hatte ich lange nicht. Mein größter hat 43. Ich möchte mal so ein 47, 48 Kilo, vielleicht sogar 49. Das wäre noch was. Deswegen bleibe ich hier auch noch. Ich werde hier noch die 5 Tage voll machen. Und so, wieder zeige ich noch mal ein bisschen was davon. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.